Ein volles Haus, ein begeistertes Publikum und vor allem viele glückliche Sieger. Die Ehrung von Münsters Sportlern des Jahres 2015 im GOP-Varieté war einmal mehr eine runde Sache. Wie die Geehrten ihre Preise und den Abend bewerteten, schilderten sie in Kurzinterviews. Patrick Dirksmeier, herzlichen Glückwunsch. Münster Sportler des Jahres, eine Ehrung, ja, die du, glaube ich, nicht unbedingt erwartet hattest, aber die doch schon eine gewisse Aussagekraft hat. Denn du hast schon 2011 gewonnen und jetzt 2015 nochmal. Was bedeutet das für dich? Ja, für mich ist das eine Bestätigung einfach dafür, dass es sich gelohnt hat, jeden Tag hart zu trainieren. Dass die Leser der WN es verfolgen, was ich mache, dass sie es wertschätzen. Und heute habe ich es erfahren. Also ich bin richtig stolz, muss ich ehrlich sagen. Ich bin als Kind schon dabei gewesen, als mein Vater gewählt wurde. Und jetzt hier selber schon mehrfach stehen zu dürfen auf der Bühne und zu wissen, dass so viele Münsteraner mich wählen, das macht mich echt total glücklich. Ich habe so viel Freude am Reiten und mit den Pferden, sodass ich noch gar nicht daran denke, überhaupt kürzer zu treten. Erstmal ist jetzt Rio das große Ziel, aber also Tokio fände ich natürlich auch noch ganz klasse. Wird denn jetzt bei Ihnen zu Hause noch ein zusätzlicher Vitrinenschrank angebaut? So viele Titel, ständig Münstersportlerin des Jahres, da muss doch was passieren, oder? Ja, ehrlich gesagt sammle ich die wirklich alle. Ein paar stehen allerdings jetzt schon im Keller, aber die schönsten, und dazu wird der hier heute auch wieder gehören, die bleiben natürlich ganz vorne. Ingrid Klimke, vielen Dank, alles Gute für 2016. Alexander Eckervogt hat die Wahl zum Juniorsportler des Jahres 2015 in Münster gewonnen. Alexander Eckervogt von der SGS Münster. Was war das für ein Gefühl eben, als du auf die Bühne gekommen bist und dich bejubeln lassen konntest? Ja, also ich habe mich natürlich riesig gefreut. War sensationell und ist auch eine schöne Auszeichnung, finde ich. Mal sehen, wo mich mein Weg hinführt. Ich werde auf jeden Fall alles geben, um meinen großen Traum von Olympia zu verwirklichen. Olympia 2020 in Tokio, ein realistisches Ziel für dich? Ja, und 2024 ist natürlich auch noch da in dem Rahmen. Es ist wirklich manchmal echt eine Qual, aber es gibt dann auch Momente, wo es wirklich total Spaß macht und dafür schwimmt man auch und vor allen Dingen im Wettkampf macht es dann auch riesig Spaß. Und an solchen Abenden wie heute hoffe ich auch. Auf jeden Fall, ja. Sven Ditzel und Felix Brummel stehen hier. Ihr beide habt den Titel gewonnen, ihr seid Mannschaft des Jahres in Münster 2015, Sportler des Jahres. Letztes Jahr Platz 2, dieses Jahr Platz 1, ihr wisst also, wie man sich steigert. Ja, das stimmt, wir waren ja auch schon öfters hier, also wir waren davor ja auch schon, haben wir ja schon mal gewonnen. Aber ja, das war natürlich schön jetzt. Nochmal dann den ersten Platz zu holen, nach dem zweiten letztes Jahr, war das schon. Ja, das Ganze sieht so aus, dass ich halt jetzt im Rudern halt kürzer treten werde, um erstmal mein Studium anzufangen und dann halt im nächsten Jahr schauen werde, wie ich es vereinbaren kann, Sport und Studium halt. Und ja, dann aber auf jeden Fall auch, ja, mal schauen, wie dann diese Partnerschaft weitergehen kann. Und wie sind deine Pläne? Also ich mache jetzt so in Dortmund, ich studiere in Dortmund und bin da am Schützpunkt. Und trainiere da so neben dem Studium her, zur Zeit mit einem anderen Partner.